Nur 6 Tage nach dem Pokalspiel gegen Leipzig stehen die FCA-Profis wieder auf dem Trainingsplatz. Eine Winterpause, die nicht nur wegen ihrer Kürze eine besondere war. Auch das Weihnachtsfest war in diesem Jahr für viele anders als gewohnt. Genau, kann ich nicht nach Polen fahren oder kann ich, aber muss dort 10 Tage in Quarantäne bleiben. Dann heißt, ich muss einfach alleine genießen diese Tage. Ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem, ich versuche so positiv zu bleiben. Und ja, ab von 12 Jahren erstmal ohne Frau ist auch nicht so einfach. Aber wir haben Corona-Zeit und du musst einfach akzeptieren alle Regeln. Mein Beruf ist Fußballspieler und ich versuche einfach negativ bleiben und Fußball zu spielen. Zurück auf dem Platz liegt der Fokus bereits auf dem nächsten Bundesligaspiel. Am Samstag müssen die Rot-Grün-Weißen zum Auswärtsspiel nach Köln. Der FC rangiert aktuell auf Platz 15 und steht dementsprechend unter Zugzwang. Ja, Köln wartet natürlich auf uns. Wie viele Mannschaften wollen gegen uns punkten. Jeder denkt ja immer, er kann gegen uns punkten. Eine Mannschaft, die absolut ihre Qualitäten haben, das haben sie dieses Jahr gezeigt, auch schon gegen größere Gegner wie in Dortmund, wo sie 3 Punkte mitgenommen haben. Aber trotzdem, denke ich, können wir selbstbewusst dahin fahren, weil wir haben auch schon die eine oder andere Überraschung dieses Jahr gehabt und wollen da natürlich hinfahren und die Punkte mitnehmen. Damit das gelingt, wollen die FCA-Profis wieder an die Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen. Nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen Frankfurt und Leipzig wollen die Augsburger unbedingt gegen Köln punkten. Wir haben Potenzial, wir müssen einfach mehr geben, weniger Fehler machen, mehr Herz geben und einfach ab erster Minute ohne Angst, mit Ball und ohne Ball besser spielen. Und dann wir können sammeln viel Punkte. Das wollen wir im ersten Spiel des Jahres gerne sehen. Es kommt wieder auf die FCA-Tugenden an, kämpfen und siegen.